hat schon einen eigenen Trampelpferd. Verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen, meine Herren. Sehr geehrte Regierungsfraktion, mit Ihrer Dreiviertelmehrheit wird der Antrag Schutz der Wildbienen verstärken ohne Änderungen durchgesetzt werden. Sie werden den Änderungsantrag der von Bündnis 90 Die Grünen selbstverständlich ablehnen, wie ich das rausgehört habe. Meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten sind unumwunden für Insektenschutz. Natürlich wollen wir auch die Wildbienen schützen, das gehört dazu. Wir bleiben aber und wir halten uns aber an Fakten. Und die sind folgende. Die letzte Erhebung aus dem Jahr 2002, in der wird von 62% im Bestand bedrohten Wildbienenarten geschrieben. In Gärten sind so gut wie keine Wildbienen anzutreffen. Auch Insektenhotels helfen nicht, da auch die entsprechenden Futterpflanzen dort vor Ort nicht vorhanden sind. Schotterflächen, meine Damen und Herren, das haben hier Kolleginnen und Kollegen ja auch schon angesprochen, sind keine nur in Neubausiedlungen anzutreffende Unart der Gartengestaltung. Im Übrigen muss in den Siedlungen der Städte nach unserer Meinung noch sehr viel mehr getan werden, da es dort wegen fehlender Nahrungspflanzen, was ich eben schon auswähle, noch Nistmöglichkeiten und nur sehr wenig häufig gar keiner Wildbienenarten mehr vorhanden sind und dort vorkommen. Aber, meine Damen und Herren, einige legen ja noch, und das tun sie wohl aus Spaß an der Sache, noch eine Schippe drauf. Denn bei Glyphosat nutzen sie eine Studie, die eben nicht in renommierten Wissenschaftsblättern und Abhandlungen nachweisbar sind. Also nur durch bloße Wiederholung unsachlicher und sogar falscher Informationen, was man ja nachlesen kann, beweist man nicht die Schuld von Krebsgefahren und dergleichen. Also da sind Sie auf einem Irrweg. Da sollte man noch mal nachlegen und diese Erhebungen noch mal genau nachlesen. Ich frage mich aber, wie die Forderung nach mehr Bahnfahrten und sicherer in pünktlichen Zeiten mit Glyphosatverbot überhaupt verbunden wird. Vorgestern, meine Damen und Herren, also am Dienstag, haben sich die Landwirte zur Wehr gesetzt. Und da geht es dann, ja. Ob ihre Demonstrationen den gleichen Erfolg haben werden wie die von Friday for Future, muss ich leider bezweifeln. Auch wenn sie die einzigen sind, die bei der Produktion CO2 aus der Atmosphäre binden können. Und in Zukunft können sie das sogar noch in weit größerem Maße. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben durchaus eine artenreiche Kulturlandschaft. Auch wenn einige dies nicht wahrhaben wollen und nicht zugeben wollen. Wir müssen natürlich feststellen, die Wildbienenarten sind sicher dezimiert und zurückgegangen. Da haben wir natürlich die Aufgabe, uns verstärkt für den Schutz der Wildbienen einzusetzen. In der Anhörung wurde das auch überdeutlich, es braucht die artreichen Feldränder, wie ich schon bei der Einbringung dieses Antrags ausgeführt hatte. Die daraus formulierte Forderung, wenigstens die Flächenprämie auch für diese Nebenkultur möglich zu machen, wurde leider nicht aufgegriffen. Wenn es in unserer Kulturlandschaft noch artenreicher werden soll, müssen wir die Landwirte überzeugen und dann müssen wir dann auch vom Umweltministerium, Herr Lies, wurde es ja gesagt, in der Nordwestzeitung konnte man es nachlesen, was er Montag dort kundgetan hat, nämlich Geld für die Kompensationen bereitstellen. Es kann das aus Punkt 1 Blühstreifen Agrar-Umweltprogramme optimieren schwerlich herauslesen. Ich habe da nichts weiter feststehen. Da werden wir wohl noch nachlegen müssen und in den Haushaltsberatungen können wir uns ja noch zu einlassen. Aber eines lassen Sie mich hier noch sagen. Im ländlichen Bereich, im privaten wie auch im landwirtschaftlichen, wird schon sehr viel für den Wildbienenschutz getan. Aber wir müssen halt noch mehr machen und deshalb werden wir den Antrag der Mehrheitsfraktion, wir haben uns noch mal in der Fraktion beraten, werden wir mitgehen. Den von Bündnis 90 Die Grünen müssen wir leider ablehnen. Ich bedanke mich fürs Zuhören.